Hallo, heute ist der 7.12., ein Tag nach Nikolaus. Ich hoffe, bei vielen von euch war gestern was drin in den Stiefeln, aber wir haben auch daran gedacht, dass es viele Menschen, gerade viele Kinder auf dieser Welt gibt, die gestern nichts im Stiefel hatten, weil sich ihre Eltern die kleinen Geschenke nicht leisten konnten, weil sie vielleicht nicht mal Stiefel haben, in die sie hätten etwas hineintun können. Der 7.12. ist aber auch für die deutsche Geschichte ein anderer Tag, der Kniefall von Willy Brandt vor dem Warschauer Ghetto, vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos. Im Westdeutschland heiß diskutiert, damals haben die Vertriebenenverbände sind auf die Straße gegangen. Es wurden sogar aus rechten Kreisen gefordert, Willy Brandt zu erhängen, wegen als Volksverräter aufzuknüpfen und ähnliches. Es gab viele Emotionen, die damit zusammenhingen. In Ostdeutschland ist, wie auch in Polen, glaube ich, dieser Kniefall als solches erstmal gar nicht so bedeutend wahrgenommen worden, weil auch die damalig Regierenden natürlich die westliche Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht als diejenigen angesehen haben, die sich als allererstes für den Holocaust entschuldigt haben, für die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, weil es einfach in das politische Weltbild nicht hineinpasste, dass ein deutscher Bundespräsident, deutscher Bundeskanzler, Entschuldigung, ein deutscher Bundeskanzler auf die Knie geht, tief gerührt vor den Opfern des Warschauer Ghettos. Und trotzdem hat dieser Tag, glaube ich, Geschichte geschrieben. Es gibt nicht umsonst heute auch einen kleinen Gedenkstein an diesen Kniefall vor dem Warschauer Ghetto, weil er eine neue Dimension der Ostpolitik ausgelöst hat, weil er es überhaupt erstmal möglich gemacht hat, dass man über den Austausch von Ost und West reden kann und weil er, glaube ich, zu den Ereignissen gehört, die in Deutschland die Diskussion über den Schuld der Deutschen sozusagen eröffnet haben, die es möglich gemacht haben, über Holocaust zu diskutieren und die es gesellschaftlich den Weg geebnet haben, tatsächlich die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, des NS-Regimes auch in ihre geschichtliche Dimension zu setzen und die letztlich auch dafür gesorgt haben, dass eine Geschichtsaufarbeitung sicherstellt, dass heute klar ist, dass die NS-Diktatur, dass Adolf Hitler, dass die NSDAP, dass der Antisemitismus, der letztlich nach Auschwitz und andere Konzentrationslager geführt hat, eben nicht vom Himmel gefallen ist und nicht ein singuläres Ereignis war, bei dem die Deutschen plötzlich von einem Anführungsstrichen Virus befallen worden sind, der Nationalsozialismus hieß, sondern dass es eine weite Vorgeschichte des Antisemitismus in Mitteleuropa gegeben hat, des christlichen Antisemitismus, aber auch sozusagen der Antisemitismus, der aus wirtschaftlichen Erwägungen oder verschwörungstheoretischen Erwägungen herausgestammt haben. Und Hitler ist nicht im Januar 1933 an die Macht gekommen, indem er da einfach aufstand und gesagt hat, hups, hier bin ich, sondern er ist durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Noch wenige Tage vorher oder wenige Wahlen vorher gab es ganz andere Mehrheitsverhältnisse. Die Weimarer Republik hat es nicht geschafft, für die Menschen zwischen dem Ersten und den ihnen damals noch nicht bekannten Zweiten Weltkrieg, aber für diese Zwischenzeit hat es die Weimarer Republik nicht geschafft, so attraktiv zu sein, dass es viele lohnenswert fanden, sie zu verteidigen. Das galt übrigens auch für Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialistinnen und Sozialisten, die in dem Modell der Weimarer Republik nicht die Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Träume sahen. Und dass man das alles geschichtlich aufarbeiten konnte, dass man einfach mal guckt, wie sind eigentlich die Zusammenhänge gewesen, warum ist die Weimarer Republik gescheitert, warum sind die Räterepubliken gescheitert, warum sind die revolutionären Ansätze nach 1917 gescheitert, warum ist es den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht gelungen, die Macht zu ergreifen und tatsächlich eine Arbeiter- und Bauernmacht zu etablieren, die nicht sozusagen auf diktatorische Züge hatte, sondern die tatsächlich die Gleichheit aller Menschen, die am Ende das Ziel stand, einer klassenlosen Gesellschaft durchzusetzen. Warum ist das da nicht gewonnen? Das hat ökonomische Gründe, das hat wirtschaftliche Gründe, das hat Gründe darin, wie Gesellschaft damals verfasst war, wie Menschen damals gebildet waren oder ähnliches. Das hat dazu geführt, dass am Ende der Weimarer Republik die Faschisten die Macht ergreifen konnten. Nicht, weil Menschen sich hinstellten und gesagt haben, die Faschisten sind diejenigen, die hier uns alle Lösungen bringen, sondern weil viele den etablierten Parteien mal als was zeigen wollten, weil sie mal gucken wollten, sozusagen, was passiert eigentlich, wenn wir es denen da oben mal richtig geben. Ne? Was ist sozusagen eigentlich, wenn wir dann einfach hier mal diese Faschisten wählen, da werden die sich dann alle schon ändern. Und die Parteien der Mitte, des Zentrums, waren ja bis zum Schluss fest davon überzeugt, dass man diese Faschisten irgendwie einfangen kann. Und warum sage ich das so? Und gerade im Zusammenhang mit dem heutigen 50-jährigen Kniefall von Willy Brandt.
weil es das Warschauer Ghetto natürlich nicht gegeben hätte, hätte Adolf Hitler nicht die Wahlen gewonnen und hätte, wäre er nicht durch eine Mehrheit der Deutschen gewählt worden. Und es hätte dieses Warschauer Ghetto und es hätte dann auch den Kniefall und es hätte die Millionen Toten nicht geben müssen, hätte man frühzeitig erkannt, dass Faschismus immer letztlich in Krieg und Morden sozusagen in Zerstörung von Leben, in Zerstörung von demokratischen Prozessen führt. Damals konnte man das vielleicht nur erahnen, heute können wir es wissen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass wenn wir heute Parteien wählen, die antidemokratische Tendenzen haben, wenn wir heute nach Ungarn gucken, nach Polen gucken, aber auch sozusagen nach Italien, in die Niederlanden oder nach Frankreich gucken und da sehen, wie stark faschistische Parteien eigentlich sind. Und wenn wir nach Deutschland gucken und sehen, wie viel Normalität die AfD bereits erlangt hat, auch im Sinne von vielen oder im Angesicht von vielen Menschen, die glauben, so richtig schlimm ist ja diese AfD nicht. Wenn wir sehen, wie diese gesamte neue faschistische Bewegung in Europa sich aufstellt, dann müssen wir uns daran erinnern und sagen, nein, wir leben heute nicht im Jahre 1930 oder 33. Wir leben im Jahre 2020. Aber gerade das ist ja die Verpflichtung, den Fehler nicht noch einmal zu begehen und die Demokratie als Feind zu betrachten, sondern die Demokratie zu gestalten. Und aus diesem Grund heraus müssen wir heute, glaube ich, egal ob wir Linke, ob wir Menschen sind, die sich eher für konservativ halten, ob wir Sozialdemokraten, Grüne sind oder ob wir einfach sagen, Parteipolitik oder parteipolitische Zuordnung ist gar nicht so mein Ding. Ich möchte mich lieber um Kunst, Kultur und Ähnliches kümmern oder alles zusammen oder ich möchte einfach mein Leben leben. Alle zusammen müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir die AfD weiterhin sozusagen tolerieren, wenn wir weiterhin dafür sorgen, dass die AfD stärkt, dann war ein Stück weit der Kniefall von Willy Brandt die Entschuldigung der Deutschen für die Verbrechen des Holocaust, die Entschuldigung dafür, dass wir Deutschen die Welt in einen Zweiten Weltkrieg gestürzt haben, dann war die ein Stück weit umsonst, weil wir nicht verstanden haben. Und ich hoffe, wir haben verstanden und deswegen ist für uns Antifaschismus, deswegen ist für uns der Kampf gegen den Faschismus, egal aus welcher politischen oder religiösen Überzeugung heraus wir dies tun, ein Bekenntnis, das wir Tag für Tag erneuern. Kein Fußbreit den Faschisten. Und in diesem Sinne bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand, halten Sie die Hygieneregeln ein und passen Sie auf sich auf.